Ich weiß auch nicht, was immer Radas 13 hier wollen, wenn sie, keine Ahnung, wenn die Dev 4 Radas 10 Niveau ist. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Let's Play Folge, diesmal wieder auf den Main Account. Ihr seht schon selber, die Base hat sich auf jeden Fall ein kleines bisschen verändert. Und ja, wie gesagt, unsere Scattershots sind immer noch nicht fertig. Live den letzten Mal, ich glaube, ich weiß es nicht, wie lange das die gebraucht haben. Lassen wir mal gucken. Ich bin so Verteidigungs-Scattershots. Ich glaube, man sieht aber die Zeit nicht, oder? Sieht man die Zeit, wie lange die dauern? 12 Tage 18 mit Battle Pass. Also ich habe jetzt mir vor 2 Tagen den Battle Pass durchgegönnt. Denn es war ja letztens mal in dem Shop dieses Angebot, wo man, wie soll ich sagen, ja. Truppenverbesserungsbuch. Und habe mir gedacht, okay, bevor du das Truppenverbesserungsbuch kaufst, da kannst du eigentlich ein Höllenbuch ja auch gönnen. Den Battle Pass ja auch gönnen. Da hast du ja alles drin. Und ja, ab und zu mal gönnen schadet nicht. Beziehungsweise da konnte ich ein bisschen mehr Mauern farmen. Ich hatte da zu dieser Zeit ja eh schon 25. Wie viel müssen wir noch farmen? 75 können wir noch von diesen Schnickmauern her farmen. Dann sind die auch soweit maxed. Ich weiß nicht, was das für ein Angriff sein sollte. Gebe ich zu, hier hatte ich noch nicht so viele Mauern. Ich hatte einen ordentlichen Loot, aber für 4600 Dunkles, für 500, vor allem visuell altsauber. Ich weiß ja nicht, ich weiß zwar, dass Valkyren dieses. Ne, glaube ich, ein Valkyren-Ereignis war gar nicht, ein Loons-Ereignis war es. Was macht er jetzt? Er spammt halt nur, anstatt dass er links beim Goldlager hier oben praktisch, wie beim Bogiturm, was setzt und beim rechten Bogiturm, dass er fandelt und dann alles in der Mitte bekommt. Vor allem, er setzt dann ganz am Schluss die Ramme hin. Jetzt passt auf, der Adler macht natürlich komplett sein Werk wieder vollziehen. Alle sind natürlich One-Shot hier. Der Bombenturm kann auch seine Sachen verrichten. Links der Multiturm röstet und der rechte Multiturm röstet natürlich auch schön. Auf Level 6 machte der Multi natürlich schon ordentlichen Damage. Also er hat jetzt komplett Dunkles rausgehst du weg. Vor allem er setzt halt noch Altsauber und er hat vielleicht 2 bekommen. Vor allem es ist halt hier unten so viel Flächenschaden vorhanden. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, also. Für 33 Dunkles, 35 Valkyrien zu usen, ich weiß es nicht. Ansonsten muss ich sagen, ihr seht selber, ich habe diese Hybrid-Taktik ausgewählt. Ich habe sie letztes Mal gesagt, ich will sie ausbilden. Ich feiere diese Taktik. Also ich war ja immer schon eigentlich der eher den Bodenangreifer schlechthin, anstatt dieser Luftangreifer. Und wir haben den Royal Champ auf Level 5. So, die drei würde ich jetzt nicht zeigen, es sind inaktive Basen gewesen. Interessiert mich. Der Loot war gestern sneaky out. Ich weiß nicht, ich glaube, das war auch ein inaktiver. Ja, es war ein aktiver, aber ein Garage. Ich weiß auch nicht, was immer Radas 13 hier wollen, wenn sie, keine Ahnung, wenn die Dev 4 Radas 10 Niveau ist. Ich muss sagen, ich habe auch echt Scheiße angegriffen. Dabei, der sehenswert ist, ihr seht schon selber, manchmal, ich muss halt viel runter snipen wieder, weil ich will einfach so gern Champion 1 bleiben, wegen den 250.000 Bonus, der ist recht sneaky, und aber nicht gern Titan 1. Ich glaube, sonst war jetzt kein interessanter Gegner dabei. So meine Freunde, endlich haben wir mal Luke von, okay, es ist von der Rathaus 11, von der Defe ist es ein Rathaus, ich sag mal so ein Rathaus 10er,
sagen wir einen Elfer, ja, einen Adler Max, einen X-Bogen Max, eigentlich Safran das Ultimo. Also er hat einen Royal Champ. Was ist jetzt wichtig, würde ich sagen, ich würde auf jeden Fall sagen, die Queen raus, Klamburg ist wichtig. Einen Adler bekommen wir wahrscheinlich hier nicht, aber dafür haben wir ja unsere anderen Truppskis. Ich würde sagen, hier ist nur ein Bogiturm. Wir könnten hier dann natürlich hier nichts an Luftdefest, setzen wir hier unseren Dragon. Wie gesagt, einen Leerkraftrechner haben wir dabei, der kann hier schön ein bisschen Blitzy fangen. Nein, ihr fliegt nach oben. Aber die Loons tanken jetzt genau die Kanone weg und das ist eigentlich so das, was ich wollte. Beziehungsweise was ich will. Babydrachen hier schön hin. Ich weiß, das Funnel hat jetzt übelst lang gedauert. Denn diese Taktik ist, klar, du hast einen Royal Champ, also wenn jetzt glücklich ein Drache drin ist, der holt natürlich schon ein bisschen was weg auch. Ja, okay, der hat natürlich jetzt das weg. Also es müsste noch auf jeden Fall, wenn es geht, das fallen. Wir setzen den Coconut, den braucht man nicht setzen, denn man müsste natürlich immer aufpassen, wenn man natürlich das setzt. Es kann ja hier wirklich, wie soll ich sagen, wir setzen hier, meiner. Der muss mir das hier wegfunneln. Funneln wir nicht. Ein Mauerbrecher vorsetzen. Hier ein hinterher. Die Queen geht jetzt schön in die Mitte. Wir setzen hier einen Coconut hinterher. Auf jeden Fall sollte hier eine schwarze Mine sein, dass die hier aufgesaugt wird. Wir setzen hier noch einen Loon hinterher. Noch einen Loon hinterher. Dass der ein bisschen was abgedeckt wird. Der X-Bogen geht raus. Wir haben 1 Minute 40. Der König ist hier unten. Ich weiß nicht. Wir können die Mauerbrecher. Wir können es versuchen. Ne, okay, die Mauerbrecher hatten keinen Bock. Das war mir jetzt fast ein bisschen klar. Wir ragen die Queen nochmal, dass das ein bisschen schneller geht. König zünd mal. Dass wir hier die Tesla-Form hier rausnehmen. Schön. So. Da kommen wir dann gleich von rechts rum. Hier oben ist nichts mehr, aber wir setzen hier den Bogen dessen, den Lakai hin und den Bogi hin, dass man der ein bisschen was holt. So, ich mach's immer so. Die Miner sind ein Ticken langsamer wie die Hawks. Ich setze mir erst die. Jetzt muss ich aber schnell einen Hals aber schmeißen, sonst kriegen wir ein kleines Fail hier. Ach nein! Okay. War natürlich jetzt nicht so optimal, wie ich das mir gedacht habe. Zünden wir jetzt einen Halsaberschink ist weg. Okay, es waren natürlich keine Max Base, das darf man jetzt nicht vergessen. Wir füßeln hier mal kurz, Marketum ist auf jeden Fall wichtig. Und jetzt ist es cool, pass auf den Royal Champ, wenn ich jetzt zünde, ist es cool, er spammt halt. Zack, 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 zack. Ich finde die ich finde das schon so richtig cool, muss ich sagen. Klar, wir haben jetzt eigentlich, ich sag mal so, mit Multitouch ist es ein bisschen blöd anzugreifen, aber Leute, es hat, sagen wir so, es war eine scheiß Death eigentlich. Ich wollte ja eigentlich erst, sagen wir so, man setzt da erst immer. Ich sag mal so, ich setze mir erst die Miner gern, denn Miner sind ja etwas langsamer als die Hawks. Die Hawks überholen sie dann. Man zweckt den ersten Heilzauber, beziehungsweise setzt den ersten Heilzauber. Wenn sie, beziehungsweise Rage, das muss man immer anpassen. Rage setze ich meistens drauf, wenn wirklich das Rathaus, also viel Death zentral ist wie das Rathaus und. Wir haben unseren Sternebonus, wir haben die nächste Belohnungsstufe freigeschaltet. Also ich finde diese Taktik cool. Das Einzige, was ich natürlich bemängeln muss, beziehungsweise was ich oft gemerkt habe, wenn ich jetzt den Gegner angucke, hier sind eigentlich viele Lager drin. Es geht aber jetzt noch, weil es ist ja hier überwiegt ja sehr viel Death, muss ich sagen. Das Problem ist, nur wenn sehr, sehr viel Death hier in der Mitte ist, dann, wie gesagt, dann bleiben die Miner recht lange zurück und ja, die Hawks überholen und wenn wirklich die Helden hier blöd sind und das ist hier Max Death, dann wird das schon happy für die Jungs hier. Okay, der König ist gestorben, aber alles andere hat gut überlebt. Ich fordere wieder an, wie gesagt, ein Elektrodrache nimmt der Zeit. Ich habe vorher auch ein Packet genommen, aber ein Elektrodrache finde ich ein bisschen sinngemäßer. Also wir können auf jeden Fall Ausbildungsschub machen, da geht es noch ein kleines bisschen schneller. Ist natürlich auch recht tüfte. Das Einzige, was ich natürlich an dieser Taktik feiere, ja klar, man benutzt keine Belagerungsmaschine. Es würde zwar diese Werkstatt geben, wo man ja einen kostenlosen Packer mit 6 Magier und glaube auf Max müsste man 10 Magier bekommen oder 12, je nachdem. Das wäre natürlich schon interessant und sich dann nochmal Hock spenden lassen, aber okay, es funktioniert ja auch, ich fahre mir dann damit nur. Aber ich finde die Taktik recht cool. Sagen wir mal so, nur Hocks. Ist halt immer so das Problem, okay, wenn viele Lagen sind. Ja, sagen wir mal so, das einzig Coole ist an dieser Taktik, da natürlich jetzt dieses Gerdershot davon aus 13 hast, das Rathaus, den Adler und den Royal Champ und die Queen, du bekommst halt nie mehr alles aus dieser Taktik raus. Und da ist es schon cool, weil die Miner praktisch gehen auf die Queen, je nachdem auf den Royal Champ.
Wenn du ihn nicht dabei hast, weil meistens habe ich ihn nicht dabei, meistens levelt er wieder aus. Jetzt funktioniert es leider nicht, weil ich natürlich die Lager noch hier im Ausbau habe. Mal gucken. Also ich habe mir gedacht, okay, du kannst dir auf jeden Fall einen Battle Pass mal gönnen. Ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn das Elixierlager durch ist, ja, also das erste Ziel, was ich mir jetzt setze, ist erstmal die Queen um ein Level zu machen. Und dann haben wir jetzt zwei Hämmer, dann mache ich die Instant auf 70. Das machen wir auf jeden Fall gemeinsam, Leute, das ist, so viel steht fest. Dann würde ich sagen, Warden wieder instant weiter Level. Vielleicht bekommen wir sogar ein Höllenbuch von diesem Ereignis. Wo haben wir das? Dieses Höllenjahr. Dann können wir den Warden gleich ein Level hoch machen. Also, was für mich als oberste Priorität ist, aber Queen ist jetzt nicht so schlimm, aber ich würde die Queen ja machen, dann ist sie weg. Auf jeden Fall der Royal Champ, der muss als erstes echt Max sein, weil der ist von unschätzbar wert. Der ist auf Level 20 so OP. Ich sehe auf Level 5 ist er schon recht stark, von dem, wenn man die Stats hier anguckt. 3.150 Leben und 410 Nahkampfschaden. Der ist auf Level 20, so tanken, 40er König. Hat natürlich die Fähigkeiten und wie gesagt, da kannst du halt ganz schön viel was rausnehmen, ausgesetzt, beziehungsweise ausgenommen. Ausgenommen, alles klar. Also, sagen wir mal so. Wenn er machen wir Multi-Fehler wie bei mir ist und die Heiler, wie gesagt, die Queen würde hier nicht rankommen, weil der 5 Felder weg ist, oder? 3? Ja, mit der Mauer sind es genau 5. Dann würden die Heiler sterben. Da kannst du jetzt hier einfach einen Royal Champ draufsetzen, der nimmt den, sagen wir mal so, den Fernerturm raus, auch wenn es ein bisschen swaggy ist, aber es ist recht tüftig. Sagen wir mal so, ich finde die Taktik schon recht nice. Und ich muss sagen, Champion 1 ist einfach cool zum Farmen. Also man hat klar. Was ich eigentlich gerade zur Base sagen wollte, ich habe eigentlich, glaube ich, viermal die Base jetzt schon gewechselt, weil ich mir gedacht habe, okay, machen wir das die getrippelt, dann ist die wieder nicht getrippelt und. Wir nehmen mal eine ganz alte. Ich hatte mal eine ganz alte, müsste ich auch haben. Ach, die habe ich jetzt schon länger drin. Aber was natürlich so war, sagen wir mal so, es bringt mir nichts. Da wirst du ja eh getrippelt gegen Max-Truppen oder wenn einer ein bisschen, sagen wir mal so, Royal Champ hat auf Level 5 oder auf Level 10, der holt sich schon ganz schön was raus. Und ja. Lieber muss man da selber viel Loot finden. Ich habe immer so mir ein Limit gesetzt, maximal oder minimal 500. Wenn der nur 400.000 Gold hat, der liegt es einfach dran. Er hat ja verdammt viel Dunkles und verdammt viel Elixier. Ansonsten hier so 500.000 wie bei Romy 1.2 ist schon das Minimum, was ich hier mitnehmen würde gerne. Ihr wisst ja auch, dass ich noch nicht, dass ich zwei Runden des Dunkeln habe. Ich weiß zwar nicht, wo ich die zweite wieder habe, vielleicht war es ein Angebot. Jedoch bin ich ja echt sehr doof. Wir haben ja das dunkle Lager noch nicht maxed. Und deshalb weiß ich auf jeden Fall, dass wir noch die Queen maxen können mit dem Buch. Also wir können da ganz schön was durchbannen. Ich hoffe jetzt zumindest, dass es bei dieser einen Höllenjagd-Aufgabe in den Höllenbuch geht. Weil ihr wisst, der Battle Pass 250.000, zwei Runen des Dunklen, weil eine, ich will ja immer eine, ich bin ja so ein Typ immer, ich will ja gerne immer alle Runen zur Verfügung haben. Ich könnte sie zwar jetzt alle benutzen, ich habe ja zwar ein bisschen geboostet, ihr seht es selber. Bei den Hammern bin ich jetzt nicht so, aber ihr seht es selber, Bauarbeiter-Rune. In normalen Runen, jeder andere würde die aus durchballen, aber ich bin ja so einer, lieber haben und nicht brauchen als haben. Vor allem, ich bin ja sowieso nicht so der absolute CW-Typ, sagen wir so. Ich bin jetzt ja auch nicht der beste Mann greifen, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich sag's mal so, ich fahre halt lieber gern und sagen wir, es ist ja eh schon die letzte Stufe des Rathauses und ich glaube jetzt nicht, dass Rathaus 14 so schnell kommen wird. Es wird wahrscheinlich nur eine Erhöhung kommen, der Def, nochmal 100 Mauern und ein bisschen was zum Performen will ich natürlich auch haben. Wie gesagt, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir aber sehr gerne einen Kommentar und ein Like da. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal wieder zu einer weiteren Clash of Clans-Folge. Bis dahin und tschaußens, my friends.